Wir haben heute noch mal beraten. Wir wollen auch den Alltag sicherer gestalten. Und wir haben immer die Debatten über das ÖPNV, über den ÖPNV und das Einkaufen gehabt. Wie sicher ist das Ganze? Insbesondere was die Maskenstruktur betrifft. Und deswegen werden wir das ab nächster Woche, also ab nächsten Montag, dann auch zur Pflicht machen, dass man im ÖPNV, aber auch in den Geschäften FFP2-Masken trägt. Die normalen Community-Masken sind der Schutz des anderen. Die FFP2 ist auch der Schutz für sich selber. Die Verfügbarkeit im Handel ist ausreichend gewährleistet. Also es gibt keine Mangelware FFP2. Im Gegenteil, das ist sogar deutlich im Überfluss, zum Teil jedenfalls vorhanden. Das lässt sich gut erwerben und man kann die auch entsprechend nutzen. Jedenfalls glauben wir, dass wir die Sicherheit gerade im ÖPNV und auch in dem allgemeinen Geschäftsumfeld verbessern, wenn wir damit FFP2-Masken haben.